Ein wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Jan und euer Uli von Immer am Limit. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge A Way Out. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit uns gemeinsam die Geschichte fortzuführen. An meiner Seite jetzt hier wieder der Jansen am Stissel. Hallöche. Hallo zusammen. Hallo Uli. Hallo. Ja, nachdem wir hier Vincents Frau da besucht haben, die schwanger war, mussten wir ja leider aus dem Krankenhaus fliehen. Und ja, der gute Vincent hat mich natürlich, wie es für sich für einen guten Kumpan gehört, gerettet. Na gut, ich wäre auch selber rausgekommen, aber. Naja, mal halblank hier. Ja. Du warst Frage, ja schon richtig in der Bedouille. Ohne mich würdest du jetzt hinter Gittern stecken und müsstest wieder ausbrechen. Aber, oder ich würde Spiel alleine spielen. Aber na gut, egal. So, und jetzt fliegen wir gleich mit dem Flugzeug und. Nach Mexiko. Mexiko, und wir müssen jetzt noch entscheiden. Ja, ob wir mit dem Flugzeug landen wollen oder ob wir Fallschirm springen wollen. Und da der gute Leo das nicht so mit der Höhe hat, würde ich vorschlagen, springen wir noch mit dem Fallschirm ab. Ja, nee, ist richtig. Bruder muss los. Na gut, ich bremse mit meiner Nase. Oh, shit. All right. I mean, how hard can it be, right? Don't worry. You'll figure it out. On your way down. Ja, kriegst du schon hin. Hey, that's not even funny. Relax. I'll show you the basics before we jump. Yeah, you better. Are you being cocky now? What? No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. All right. So, hör genau hin. Fragt ab. Sorry, that's just, it's coming with us. Just get it on the plane, okay? Got it. Ah ja. So, ich muss mich hier... ...in Logbuch suchen. Ja, ist gut ausgestattet, Kinga, wie viel Gallonen Sprit hier am Stiefel hat. Hier, Arcade-Spiel starten. Na dann Feuer frei. Ja, komm her. Warte mal, ich muss den Zapfhahn entfernen. Warte mal, kurz. Schnee liegt. Ja, ist ja gut, ich komm ja. Immer das Gleiche. Grenade Brothers. Ah, warte mal, was müssen wir hier machen? Okay. Ach, man kann nur springen, okay. Nice. Ah, okay. Oh yeah. Ja, du musst dann springen, um das Ding zurückdingsen. Shit. Oh. Ja, scheiße, dann mal eben. Oh, yeah. Oh, noch ein Punkt für mich, super. Oh, scheiße, war der Nebensprung. Ah, läuft. Müssen wir spannend machen hier. Was Bullshit? Du besiegst dich selber, ey, herrlich. Well, jawoll, gewonnen! Scheiß Spiel. Aber ist cool mit den kleinen Minigames hier, wa? Finde ich geil. Absolut. Here you go. Hast du schon den Sprit abgemacht? Nee, musst du noch. Ah. Okay. Wann werde ich das mal tun? Ich muss aber gleich noch die Hangartür öffnen. Oh, läuft raus. Okay. Also, fliegen wir hier schön mit einer Cessna Caravan nach Mexiko. Oh, wir können Dart spielen? Wo können wir hier Dart spielen? Hier. Na, das machen wir doch noch schnell hier. Auf Krampf. I'm ready to go. Let's open up the gates. Almost there. 20! Almost there. 45! Jeder dreimal schmeißen, okay? Oh, das auch noch. Also, drei Versuche. Deine Bestzahl 45 bis jetzt. Super. Alter, warum wackelt denn der so? Alright, I got this. 20? Oh, der kommt gut. 80!
Ja, das kommt vom Suff, dass man so viel wackelt. 100! So, einmal aufsagen. Schnauze! Wir müssen noch eine Runde spielen hier. Geht mir auf den Sack, die Alte. Warum ist er so weit weg? Bist du doch nicht. Alright, I got this. 20? Ah, was ging? Meine Bestings war 140 letztes Mal. Mal sehen, ob ich das. Oh ja, oh, der kommt gut. Ah, das ist 60. Okay, der beste ist 100. Alle klar. Mal gucken. Kann ich da auch ranzoomen? Geht das? Nee, hab ich auch schon probiert. Okay. Alter! Ja, ich laufe mir noch einen Weg. Jetzt kann ich nicht schmeißen. Beautiful. Alter! Beautiful. Ah, das kann nicht angehen. Warte, ich versuch's. Alter, wenn ich nicht so wackeln würde, ey. Ah, das wird nix. Doch! Ah, 140, okay. Gut, hab dich schon besiegt, können wir weitermachen. Ich mach mal Sagator auf. Musst du das aufmachen, ja? Weiß nicht. Ja, ich hab ne Durst, Alter, bevor wir losfliegen. Alle nochmal pissen gehen, nochmal trinken, nochmal keckern und dann auf geht's. Andere Seite ohne, oder? Ja. Na, ja, Quatsch hier dem nicht. Verstehst du das? Ja, ja. Ich steig schon mal ein. Fein machst du das. Fein. Ich nehm noch einen Ersatzpropeller mit. Ja. Alter, die geht auf den Sack, wa? Die macht Stress, die Alte. Mhm. Jawoll! Ab geht der Peter. Taxiing Holy Point, Runway 26 right and ready for takeoff. Auf geht's. Klappen einfahren. Nice. So, wir sind auf dem Weg nach Mexiko. Jawohl. Ich bin ein bisschen nervös. Bist du? You nervous? Ja, Fallschirm. No. You? A little bit. Just enough to keep me focused, you know? That's good. Yeah. You know, I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Okay. You should write her a letter. What? Look, I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda, so I decided to write her a letter, and it worked. I laid it all out. Oh, ein Liebesbrief. She gave me a second chance. You know? I'm just saying that writing a letter really helped. You know? I mean, of course, it's up to you. I mean, I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to, you know, anyways, look, I'm just saying it was a good thing. Du, das sind Sachen aus dem Leben. Ist ja nur ein Tipp. Feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type. Yeah, I mean, it was just an idea. It's just, anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. We're approaching the drop point. You guys ready to jump? Yeah. Yeah. Okay, remember, spread your arms and legs to fall slow and maneuver yourself. And don't forget to pull the shooting tie. Which one do I pull? This one? Yeah, that one. Like this. I'm gonna regret this. Oh Gott, ey. So, wir müssen, ne? Ja.
One, two, come on, go! What the hell? Ist das mies. Den wollte ich einfach bloß loswerden, ich flieg weiter. Oh shit! Wait, I can do this! I'm okay! I'm okay! Ah, da bist du. Guck mal, ist ja markiert, wo wir hin müssen. Ja. Das ist wieder Call of Duty hier. Oh echt. Warte, geh mal vor. Hui! Da unten bin ich schon, siehst du? Ah. Vincent! Fuck this! Oh shit! Nein! Oh nein! Mach keinen Scheiß, ey! Alter, wo bist du? Ich seh dich nicht mehr. Da kommst du. Da, ach, neben dir. Ja, aber ich kann ja nicht machen. Jetzt halten! Du musst hochhalten, Digga! Ja. Oh krass, ey. Ich wusste, dass so eine Scheiße kommt. Alter, Digga, ey. Mach mir keine Angst, ey. Are you shitting me? Are you seriously gonna ask me that now? Why not? Timing's perfect. Just face your fears, Leo. You're crazy. So you're gonna tell me or should I just let you go? That's not funny, okay? I think it is. So? What? Are you gonna tell me or not? Okay, okay, I fell down when I was young, happy? I wanna know more. Fell down from what? Come on, man! Fell down from what? I fell down from a fucking tree and broke my arm. Stop asking questions. That's it? You broke your arm? What do you mean, that's it? I was 8 years old! Did you cry? Okay, I've had enough. I'm letting go if you keep asking those stupid questions. Be my guest. Just keep in mind, ich komm da gar nicht hin, Digga, ne? Den Fallschirm. No, you don't. God damn it! Aha. Aha. Naja. Vincent! God damn it! Okay. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Na gut, das haben wir eine krasse Höhe. How come you're so afraid of heights? Are you shitting me? Are you seriously gonna ask me that now? Why not? Timing's perfect. Just face your fears, Leo. You're crazy. So you're gonna tell me or should I just let you go? That's not funny, okay? I think it is. So? Muss ich vielleicht den auf diesen machen? Are you gonna tell me or not? Okay, okay, I fell down when I was young. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nur runterfalle, sondern dass wir uns so bewegen. Come on, man. Yeah. Fell down from what? I fell down from a fucking tree and broke my arm. Stop asking questions. That's it. You broke your arm. Okay, vielleicht die ganze Zeit nach vorne gedrückt und deswegen ist es so schnell gesunken oder so. Did you cry? Okay, I've had enough. I'm letting go. Na, hast du geweint, ja? Be my guest. Just keep in mind that you'll break a lot more than an arm. I hate you, man. No, you don't. Oh, wird mies. You got me? Yeah, I got you, Leo. Don't fucking drop me. Just hold on to me, okay? I mean it. Don't drop me. I won't. Geil. So, Fallschirm-Action bestanden. That was the last time I listened to your fucking ideas. Take it easy. You're still alive, aren't you? I'm just saying, I almost died. No, you didn't. Let's get going. Oh, shit. Aber du so dämlich bist. Deswegen sind wir fast gestorben. Ich verstehe die Frage nicht. You think Harvey still got the diamond? I do. What makes you so sure about that? I don't know. A gut feeling, I guess. And it's not like it's easy to sell something like the Black Arlong. I still don't get how the hell you pull that off. Well, I'm actually good at what I do. Ah ja. So. Räuberleiter. Zack, hoch geht's. Come on. So, auf jeden Fall sind wir gut bewaffnet. Aber die haben wir auch genug Munition. Na. No. Auf jeden Fall wissen die, dass wir kommen. Ja. Yeah. You see, two of them. Yeah.
Sollen wir die jetzt abschießen? Ja, wir sollten sie flankieren, genau. Zielen, schießen. Oh, jetzt haben sie dich gesehen. Mich haben sie schon gesehen, oder? Ja. Ach, hier kann ich. Denk dran, du kannst so eine Special Rolle noch machen, ne? Ja. Ah, da sehe ich einen. Verdammt. Ratatatateng. That must have been the last one of those bastards. Hast du den? Ja. Okay. Können wir uns die Munition von denen holen? Nee, wa? Nee, sieht nicht so aus. Dann müssen wir wahrscheinlich den Weg hier hoch. Dieser Mistkerl eigentlich. Oben in dem Haus links an der Seite. Ja, ja, okay, jetzt müssen wir hier irgendwie. Oh, hast du den abgekriegt, wa? Mhm. Let's go through there. Ah, hier durch, wa? Leo, ja. Come on, get in here. Oh, der schießt hier auch durch. Nicht so. Echt? Ja, ja. So, da ist eine Tür, die man öffnen kann. Ich glaube, wir müssen von zwei Seiten kommen, oder? Ich weiß das nicht. Also ich kann ja die Tür aufmachen und du bist oben, oder? Ah, okay. Boah. Doch nicht. Geh doch nicht da lang. Ich glaube, ich hab ihn hier. Ja, komm, hier oben lang, genau. Aber ich warte auf dich. Boah. Okay, du musst an der Tür lang. Okay, dann warte. Ich mach die Tür auf. So. Ja. Okay. So, jetzt hab ich ihn. Die Sau. Sehr gut. Vincent, cover me. Come in handy. I'll keep you covered from here. Da kommen welche. Einer. Zweier. Ach, Mist, Sau, wo ist der andere hin? Sehr schön. Alter. Zack, der ist auch weg. So, halt hier noch einen. Ich glaube, das war's, oder? Und du bist du da unten? Ah, da kommen noch welche, Hinter ist noch einer. Ja, ich sehe ihn, warte. Da oben ist auch noch einer, komm ja, zu dem. Ja, ich sehe ihn. Ist weg. Tja, sehe ich jetzt keinen. Damn, more are coming. Oh, da kommen noch mehr. Ah ja, jetzt kommen noch welche.
Ja, den sehe ich leider nicht, der ist genau dahinter. Ja, genau, auf den du gerade schießt, glaube ich. So, der ist Gulasch. Der ist Gulasch. Oh, da oben ist einer. Scheiße. Ah ja, gesehen. Oh, voll daneben. So, der ist weg. Hä? War doch... Na, sag mal. Hier ist einer dahinter, kicken wir da, aber den sehe ich nicht. Ja. Vincent, cover me! Oh, da kommen wieder welche. Scheiße. Bin hier nicht der. Die Steuerung für die Waffe ist aber auch scheiße, ne? So, das waren zwei jetzt. Da bist du. Okay, jetzt kommen von hinten wieder welche. Nein. Wo ist einer? Den habe ich. Ach, da hinten ist auch noch einer drauf. Der läuft da irgendwo. Der ist auch weg. Das war alles, ne? Ja. Halt, kann ich da ablegen. So, okay, dann komme ich mal rum. In der Hoffnung, dass ich da irgendwie hinkomme. Nee, man kann hier tatsächlich keine Munition aufnehmen. Aber macht nichts. So, du bist da hinten. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hin müssen. Musst du hier hoch? Hier, komm mal her. Ich hier hoch? Nee. Oder ich muss da runter. Das kann natürlich auch sein. Ja. Warte mal, ich geh nochmal hier hinten kurz hin. Ob wir hier vielleicht hoch müssen. Nee, ich glaube, ich muss da runter. Okay, Moment. Zack. Voll der Bunker hier. So, jetzt müssen wir das hier hochheben wahrscheinlich. Come on, Leo. Help me lift this door. Gut. Ha! They think a cut down bridge is going to stop us. What a joke! Ah ja. Okay, müssen wir außen rum, wa? What of you, huh? Too bad I'm. Oder? Nee. Oh, is that one? I didn't know Mexico was this beautiful. Ja, schon schick hier. Schöner Dschungel. Ein bisschen Rambo spielen. Wunderbar. Sag mal, schaffst du überhaupt was, Alena? Versteht schon wieder nicht. Und dein Alter, hätte ich da mit der Piepe weggestoßen. Ja, ist klar. Ja. Schon hier wieder ein Sniper. Ich gehe rechts lang. Okay. Vorsicht. Bitte wingen ab in den Touristo. Ich hab den auch lautlos gekillt. Oh. Ah, odio los pinches mosquitos de aquí. Na. Du hast den, du hast den Kap D. Okay, passt. Okay. Warte, kommen wir hier? Oh ja. Seht. Versuch mal wieder hinten rumzugehen und gucken, ob es geht.
Ja, natürlich nicht. Oh, den habe ich auch. Over here, Vincent. The gate is open. Let's go. Wer ist oben? Oh, da kommen sie wieder. Die Burschis. Shit, they're closing the gate. Ah ja. Oh, oben ist einer. Die sind aber schön verbarrikadiert hier, die Burschen, wa? Mhm. Also der Harvey, der lebt eigentlich sicher hier mit seinen ganzen Wachleuten und so. Absolut. So, jetzt müssen wir den Tor noch aufmachen irgendwie. Müssen wir bestimmt hier hoch. Oder? Wo hoch? Oh, hier ist ein Auto. Warte mal, wir müssen wieder schieben. Hier, bei mir. Ich will nur gucken, wo du bist. War da oben, Treppe hoch. Siehst du, ein Pfeil. Nach links. Links. Links ist da. Da, ja, ach, da oben. Ah ja. Ah ja. That actually worked. Brute force. Always a winner. Was hier Feines? Oh, hier können wir Waffen wechseln. Oh ja, gut. Ich will eine Waffe. Echt? Findest du die gut? Ja. Ich glaube, hier sind wir falsch. Hä? Müssen wieder hoch. Kann man gar nicht mehr. Hä? Da geht's doch gar nicht weiter. Ach, da ist eine Tür, okay. Ja, aber die geht nicht auf, glaube ich. Ja, kannst ja gegen schießen, wahrscheinlich. Ja. So. Aber kurzer Stopp, bevor es weitergeht. Sonst kommen wir wieder eine Überlänge. Ihr wisst, Leute, was los ist. Folge ist vorbei. Und ob wir uns in der nächsten Folge den HW schnappen. Ja, erfahrt ihr natürlich erst, wenn ihr in die nächste Folge einschaltet. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen fürs Einschalten und Verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und natürlich auch eine Bewertung ab. Würde uns sehr freuen. Ja, und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit Jan an meiner Seite, oder? Auf jeden Fall. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Diesen alten HW müssen wir schnappen. So sieht's aus. Also, liebe Freunde, immer schön lecker bleiben. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.